Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Scrolls. Ja, es gibt jetzt inzwischen das Update 0.95, wo wir den Deckbuilder ein bisschen improved haben, beziehungsweise haben, das hört sich erst, wenn ich das gemacht habe, sondern Mojang hat diesen Deckbuilder improved. Das ist eine ganz schöne Geschichte geworden, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, wir gehen mal ins Growth Deck, also in das Wachstumsdeck, die Karten nach Name zu sortieren, wie es halt standardmäßig vorher schon war, oder nach Kosten. Also super für die Übersicht. Genauso haben wir jetzt unten die Suche von einzelnen Karten, so dass wir halt den Vitality Well suchen können. Haben wir dann oben stehen, unten stehen. Jetzt haben wir Vitrolal Aura. Und dazu gibt's halt, dass man halt nach Rarität theoretisch suchen kann, den Typ. Oder einfach nur nach Description, wie es halt normal ist, wenn ich hier was eingebe. Oder nein, es ist zusätzlich. Sagen wir mal, ich erinnere mich, es hat irgendwas mit Frost. Nein, das ist ein doofes Wort. Killed. Klappt ja schon sehr gut, in der Description zu suchen. Ah, so funktioniert es besser. Das Leerzeichen wird mitgenommen. Jetzt haben wir nämlich hier Frostbird is killed in battle. Also klappt das auch schon mal so. Pi mal Daumen. Ist aber eine coole Sache. Das andere ist, das werden wir mal eben im Store machen, indem wir nämlich uns eine kleine grüne Karte kaufen. Ah, gucken wir erstmal, was mir diese Woche angeboten wird. Raged Wolf? Brauche ich da noch einen? Ich glaube nicht, ich hab drei. Nach Kosten. Achso, ich habe die ja auch gerade unten hier unten. Unten hier unten. Maggie Wolf. Nee, hab schon drei davon, dann brauche ich die nicht holen. Vitality Well müsste ich auch genug haben. Ach, verdammt. Moment, jetzt gucke ich einmal durch. Face Blessing brauche ich nicht. Den Totem, klar, ist eine sehr seltene Karte. Aber 1000 Gold dafür jetzt ausgeben. Roasted Bean Potion. Movement Speed um 1 erhöht. Aha, cool. So, gucken wir jetzt. Jetzt gucken wir nach dem Vitality Well noch kurz. Haben wir natürlich auch drin. Haben wir auch drei. Gut, dann kaufen wir einfach die grüne Karte. Im Store, wo ist es? Bam. Und dann sehen wir nämlich hier den Rare-Status, wie selten die Karte ist, die wir jetzt gekauft haben. Und wir haben hier rechts ein, wie soll man sagen, nicht ein Knew, sondern was ist das? Ein Log. Ha. Ein Log, der aufschreibt, was haben wir zuletzt gekauft. Jetzt kommt die nächste. Super, das ist genau die. Und sehen auch wieder eine Common Kate und keine Super Card. Nicht Kate. Kate, die hat doch früher hier mit Dawson Creek, oder? Gespielt. So, jetzt können wir uns auch wieder in die Schlacht stürzen bei einem schönen Quick Match mit dem Red Balance Deck. Ich bin zurzeit echt selten in den Ranked Matches unterwegs, weil ich glaube, das Gegner finden ist nicht so ganz optimal eingestellt. Weil eigentlich habe ich Probleme gegen alle Decks. Ich krieg nur Fresse. Und so läuft das dann. So. Versuchen wir direkt Schaden zu machen. Auf den mittleren. Auf das mittlere Idol. Und weil geschrieben wurde in den Kommentaren, es wäre besser immer mal wieder STRG zu drücken für Übersicht, spielen wir jetzt auch direkt mit STRG. Dass wir durchgehend die Werte eingeblendet haben, damit ihr besser das alles verfolgen könnt. Mich selbst stört das manchmal ein bisschen, aber das ist schon okay, das werde ich überleben. So, Energy gegen Energy Deck. Bin also schon total erfreut. Machen wir Schaden nach oben. Schön. Na? Ich hasse ja diese Konstellation, ihr wisst es. Bin schon im Nachteil, weil ich so viel ausspiele und er noch die Karten auf der Hand hat. Er wird wahrscheinlich auch relativ viele Zerstörungszauber haben, da er bis jetzt noch nichts gemacht hat. Oder halt recht hohe vom Energy-Wert her, aber das werden wir ja noch erleben.
Auf jeden Fall ist mein Gut Karten schon ziemlich reduziert. Okay. Brauche ich die Iron Whip? Machen wir es einfach so. Ach, jetzt sieht's schon echt mies aus, kartentechnisch. Wie man sieht, sieht man nämlich nichts. Es ist immer die Hoffnung, dass der Gegner noch schlechter ist als man selbst. So, jetzt hat er mich da festgebunden, da ich meinen Schaden mache, aus Versehen dann. Wir sacrificen mal einfach Ressourcen weiter. Wenn ich den bewege und angreife... 2 Damage? War es nicht mal 1 Damage früher? Naja, dann ist das halt 2 Damage. So. Muss man gleich anfangen, Karten aufzubauen. Okay. Splitten wir mal. Das sieht doch schon ganz gut aus. Er kann eh nicht mehr angreifen. Zwei Runden bis Attack. Setzen wir ihn nach ganz oben. Vor allem setzen und bewegen, das finde ich immer eine tolle Aktion. Auch von mir selbst und von Gegnern. Als wenn man die vorher nicht ins Feld setzen konnte. Ach, Concentrate Fire geht nicht auf den. So, splitten wir nochmal Karten. Okay. Wo 3, 6. Wir machen einfach mal in der Runde noch nix. Er war aber nicht trampeln. Nee, er kann nur angreifen. Das stört mich ja jetzt nicht. Ja, in der Mitte ist mir zurzeit eigentlich egal. Muss ich mal so sagen. Lieber versuche ich, den an anderen Stellen unter Druck zu setzen. Ja, setz doch deinen Okre. Splitten. Schön, ich habe auch den Ogre.
Er wird auf maximalen Schaden gehen. Was mir jetzt erstmal recht egal ist. Er geht entweder runter oder hoch. Fünf, sechs, vier, sechs. Das wird der eins meiner Idole kaputt machen. Also so würde ich vorgehen. Ach, es hat ja noch einen. Ganz schönes Kartenlack. Aber das hätte ich vielleicht nicht so gemacht. So, jetzt hoffe ich mal aufs Beste. Ist nicht verkehrt. So. Dann haben wir hier 5 Schaden. Und hier oben. Und da hat er nur noch seinen Dicken in der Mitte. Und alles andere von ihnen habe ich vernichtet. Bam. Und ein Idol. Ja! Ich habe noch nicht gewonnen, aber ich fand den Zug super. Bam. Auch wenn ich ressourcentechnisch zurückhänge, ist egal. Zurzeit ist der Stand ganz gut. Warum man jetzt in der Mitte auch... Warum auch immer er jetzt in der Mitte Druck machen will, ist mir total egal. Weil ich verziehe mich, dann sacrificen wir einmal. Ziehen die Einheit ein bisschen auseinander, damit Blitz nicht mich töten würde. Jetzt müsste er eine Concentrate Fire Karte haben. Die wird ihm auf jeden Fall helfen. Oder eine Rage. Obwohl eine Rage Karte wäre schlecht, weil ich an allen Ecken oben und unten halt den maximalen Schaden machen könnte. Also ich würde beide Idole auf einmal zerstören. So. 3, 3, okay. Burn bringt mir gerade nicht so viel, wie ich es gern hätte. 3, 5 Schaden. Der macht nur 2 Schaden. Die lasse ich stehen auf jeden Fall. Dann setzen wir den Ogre, oder? Setzen wir hier den Ogre, ziehen ihn hoch, ihn ziehen wir einen zurück. Hier oben die beiden machen Schaden. Und hier zerstöre ich einen erstmal. Wer jetzt natürlich eine Rage-Karte hat, kann er mich recht intensiv attackieren. Obwohl, er hat auch nur 2 Karten auf der Hand. Jetzt versucht er so viel Schaden wie möglich wahrscheinlich auf meinen... Genau, auf meinen Ogre zu machen. Jetzt hat er vielleicht nur einen Iron Whip auf der Hand. Das wäre natürlich optimal. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay, er wird Schaden machen nächste Runde. Da oben, die werden zerstört. Zwei. Vier. Scheiße.
Reicht nicht ganz. Oder doch? Moment, rechnen wir mal durch. Zwei Schaden. Zwei Schaden. Nee, dann müsste er mit angreifen auf ihn. Dann sparken wir lieber ihn weg. Dann ziehen wir ihn vor. Schützen den Ogre, opfern den Schützen. Oben machen wir weiter den Schaden. Ne, wir opfern den Schützen gar nicht. Wir setzen den Gravelock hier vorne hin. Der schützt den. Kann nicht genug Schaden machen, um ihn zu töten. Das macht jetzt gerade nichts. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Ich habe zu viel nachgedacht. Alle drei Lines sind besetzt. What? Was ein Match. Also wenn er einen Fury hat, wie ich, dann kann's eklig sein. Okay, jetzt hat er mich erstmal geschwächt, indem er den meinen Gravelock Elder erledigt hat, aber sonst... Den Spell wollen wir nicht, Burn ist ganz gut. Der wäre nächste Runde dran. Jetzt machen wir es ganz einfach. Weil wir burnen einfach ihn weg. Dann machen wir Fury. Dann habe ich gewonnen. Bam! Whee! What a match! Oh. Freunde der Spielkultur. Sogar in Time, mal kein ellenlanges Spiel gegen Energy. Puh. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Scrolls. Ciao Leute, euer Doc.